Liebe Freunde, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen vierten Börsendialog. Ja, wir sprechen wieder über unsere Altersvorsorge, wie wir uns stark, agil und fit machen für ordentliches Vermögenswachstum. Denn das ist wichtig, damit wir ein würdevolles Alter verbringen können. Ich fand einen wunderbaren Satz, den ich von einem Börsenanalysten gelesen habe. Die Menschen verbringen ein ganzes Wochenende damit, die günstigste Flugreise 10 Euro billiger auf irgendeiner Seite zu bekommen. Aber sie verbringen 3 Minuten damit, eine Aktienentscheidung zu fällen, ob sie eine Aktie kaufen oder nicht. Das ist ganz natürlich für den Erfolg, dass ich mir die Bilanzen eines Unternehmens angucke, bevor ich es kaufe. Die Bilanzen gibt es auf www.finanzen.net, dass ich mir die Analysen der Bankhäuser zu einer Aktie angucke. Die gibt es auch auf www.finanzen.net. Ihr wisst, ich bin ein Fan von langfristig exzellenten Charts. Die gucke ich mir sehr gerne in der Börsenzeitschrift Focus Money an. Das finde ich übrigens die beste Börsenzeitschrift, weil sie langfristige Chartüberblicke sehr großzügig anbietet. Im Übrigen gilt meine Prämisse, die ich euch schon öfter gesagt habe, ich liebe US-Aktien. Warum? Ich gucke mir die Marktchancen von Facebook, von Amazon an. Ich sehe, was für Multimilliardenpotenziale da bestehen, welche Marktmacht, welche Innovationsmacht. Und ich vergleiche das mit deutschen Mittelständlern, bei denen ich nicht sehen kann, dass sie irgendwelche marktbestimmenden Kräfte hätten. Die sind hervorragende familiengeführte Unternehmen. Ich finde die prima. Bechtle, Sartorius, klasse Unternehmen. Aber ich glaube, dass die Chancen bei einem Multimilliarden, teilweise Billionen Global Player einfach ganz andere sind. Deswegen liebe ich amerikanische Aktien. Einen ganz lieben Gruß, euer Dorian.